Ahoi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dishonored 2. Ich begrüße mich, ich begrüße euch, dass ihr da seid und wir sind hier in einer dunklen Gasse hinterm Schwarzmarkt und hier ist eine gruselige Frau, die von uns was möchte. Lasst uns doch mal herausfinden, was Mindy Blanchard von uns möchte. Mein Name ist Mindy Blanchard. Und du siehst aus, als würdest du an Orte gehen, wo du nicht hingehörst. Das ist korrekt. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Eddermeyer-Institut. Kannst du mir helfen? Ja, das kann ich tun. Okay, super. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge, die Leiche gibt's schon. Eine Leiche? Dann bin ich ja beruhigt. Von wo? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Okay. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich denk drüber nach. Das klingt doch super. Okay, also. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen also wieder in diese Richtung, denke ich mal. So. Machen wir das auf. Jetzt müssen wir hier wieder durch das Contaminated Due to Infection. Genau, wir müssen hier wieder zurück durch das... Oh, Blut. Fliegennester zerstören. Wenn du Blutfliegenschwarm und Nest vorbei willst, dann halte Abstand, beweg dich langsam. Wenn Blutfliegen ruhig sind, ist alles gut. Wenn sie aufsteigen und zu glühen anfangen, gibt es Ärger. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Das ist ja simpel. Wir müssen eigentlich nur hier durch. So. Ist hier noch irgendwas? 65 Meter? Nö, okay. Okay, hier ist ja zum Glück nichts mehr. Oh Gott. Renn, 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 renn. Nein, das mir am Ende. Okay. Okay, ganz wichtig. Oh, wir sind draußen. Okay. Das war ja schon mal ganz einfach. Wir kamen ja zum Glück von da. Okay, feindseliges Gebiet. So, da drüben ist eine Rune und ein Artefakt. Okay. Okay. So, dann lasst uns mal darüber. Jetzt ist die Frage, wie wir da hinkommen. Obwohl, das ist nicht wirklich die Frage, weil wie wir da hinkommen, das ist klar. So. Okay. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt gehen wir nach da oben. So. Aus dem Weg! Wir sind auf der... Suche nach ketzerischen Artefakten. Okay, das ist zu. Hier? Dieses Gebiet ist gesperrt. Wie kriegt man denn das hier? Hey, hier ist Zutritt. Oh Gott, nein, 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 nein. Sorry, das wollte ich nicht. Aber hier kommt man ja irgendwie nirgends rein. Jetzt haben wir ihn umsonst getötet. Umsonst. Oh mein Gott, da liegt voll viel Zeug. Ist das irgendwie... Das Was war das? Glasscherben! Oh mein Gott, voll viel Zeug. Das nehmen wir alles mit. Nakromine, okay, alles. Ich glaube, oh, hier noch, da. Oh, das ist doch schön, wenn man mal ein Schaufenster mitnehmen kann. Okay. So, Entschuldigung. Ich muss hier wieder raus. So, okay. Jetzt ist die Frage... ich muss den Toten hier mal... So, du bist gar nicht da. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir nach da oben. Ach, so, okay, vielleicht über dieses Brett vielleicht. So. Okay, Moment. Jetzt hier hoch. Und jetzt geht's dort hoch. Oh, nein, 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 nein. Okay. Oh, zum Glück. So, darüber. Okay, hier hoch und... Aber wo müssen wir denn da hin? Das ist ja... Ach, da oben. Ah, okay. Und hier. Und dort. So. Und wie kommen wir jetzt in das Haus da drüben? Gar nicht. Okay, das ist... das ist so richtig wow. Das bringt mir so gar nichts. Okay. Lass uns doch mal hier rauf. Hopp. Okay, so. Ist hier irgendwas? Hab jemanden verloren? Ach, hier geht's noch. Ah, hier geht's noch runter. Okay. Vorsichtig. Oh Gott. Oh nein, wir sind tot. Nein, verdammt. Okay.
Okay, letzter Kontrollpunkt. Ich kann nicht mehr reden. Kontrollpunkt laden. Das sollte doch in der Nähe sein. Irgendwo in näherer Umgebung. In warmen Gewässern. Nein, aber irgendwo da. Dann sind wir vielleicht einfach von der falschen Seite ins Haus. Also dann wollten wir einfach von der falschen Seite ins Haus, weil da muss ja irgendwo ein Eingang sein. Und ich meine, das Fenster zerschlagen kann jetzt ja nicht die Lösung sein. Lösung sein. Okay. So, vielleicht ist die Wache dann ja wieder am Leben. Das wäre ja schon mal schön, weil dann haben wir einen Toten weniger. Ich bin ja immer ganz vorsichtig. Meistens zumindest. Meistens bin ich vorsichtig, meistens bin ich nett, meistens bin ich... Ich bin halt Tobi, ne? Ich bin halt Tobi. Ich bin ein toller, gewissenhafter, netter Mensch, der eine Rune haben möchte. Das war zumindest mein Plan. Och nö, jetzt ist das wieder dieser lange Ladebildschirm. Der ist blöd. Och komm schon. Bitte lade. Bitte lade. Weil ich es bin. Da-da-dam. So. Am Rande der Welt. Finde die Ademeyer Station und nimm einen Wagen zum Ademeyer Institut. Dies ist deine heißeste Spur, um den Kronmeuchler aufzuspüren. Gute Feststellung. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Kronmeuchler auch in Ademeyer Institut ist, bei Dr. Patricia. Irgendwas mit P. Dr. P. Sie wirkte ja ganz nett, aber die Frage ist, ob sie uns helfen kann. Ich meine, vielleicht ist er da ja auch gar nicht. Vielleicht ist es irgendein Unbekannter. Oder es ist die Leila. Vielleicht ist die Leila auch einfach der Kronmeuchler. Also, ich kann es mir zwar nicht so ganz vorstellen, aber vielleicht unter Umständen, probably, ist die Leila der Kronmeuchler. Weil ich meine, das wird ja in ihr Bild passen. Ich meine, sie möchte, dass wir entthront werden. Und wenn wir entthront werden, also wir sind ja schon entthront worden, dann wäre sie ja theoretisch die nächste Nachfolgerin nach uns. Theoretisch. Wie das natürlich praktisch ist, ist dann eine andere Sache. Aber theoretisch wäre sie doch der nächste Thronfolger. Okay. So, wir sind wieder drin. Okay. Also, funktioniert es nochmal genauso. Huch, oh Gott. Okay, guck mal, wir machen es einfach anders. So. Jetzt. Hoppala, ich möchte mal da rein. So, okay, jetzt darüber. So, ich habe jetzt nämlich die Idee, dass es ja sein könnte, dass man vielleicht einfach von der anderen Seite da rein muss. Also von... Wisst ihr, so von hier vielleicht? Guck mal, das ist gar nicht so falsch. Okay, da oben ist die Rune. So. Aus dem Weg! Wir sind auf der Suche nach ketzerischen Artefakten. Was? Hier? Okay. Hören Sie, ich muss aber dieses nur... Gebiet ist gesperrt, auf offiziellen Befehl des Ordens. Niemand darf es betreten. Okay, und jetzt muss ich was tun, was... Jetzt muss ich sie betäuben, und wenn ich sie betäube, dann fällt der andere auch automatisch. Das ist das Schöne. Hier geht irgendwas Perverses vor. Sei gründlich, Bruder. So. Vergiss nicht, dass das Weltliche sich gern versteckt. Du kennst nicht die Gedanken der Abtrünnigen, denn ihr Geist ist von Nebel umgeben. Oh, schick. Jawoll. Alter, das ist sogar ein Schrein. Karnaca war einst eine schöne Stadt, bevor der Herzog ihr das Leben aussaugte. Bevor der Kronmeuchler die Straßen rot färbte. Okay. Jetzt bist du hier.
Und ich frage mich, ob du ihr den Gnadenstoß verpasst. Oder sie vor dem Abgrund bewahrst. Beides. Wir beide wissen, was jetzt passiert. Ungeziefer, Blut und Verrat. Es geschieht wieder. Ich hoffe, du bist bereit. Klar, so wie ich auch das erste Mal bereit war, als ich gestürzt wurde. Dass du da noch fragst, hallo? So. 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 Huch, lieber Bruder Harold, das lese. Komm schon, das möchte ich jetzt nicht lesen. So, tschüss. Er müsste noch leben. Ich wollte ihn nur hier aus dem Raum raus befördern. So. Circonon Coast, okay. Oh! Knochenartefakt, das lassen wir natürlich nicht hier liegen. Und guckt mal die ganzen Sachen, die wir mitnehmen können. Ach, ist das schön. Das ist doch mal schön. Ach, guck mal, jetzt können wir hier das Fenster benutzen sogar. Das finde ich natürlich gut. So. Da drüben ist noch eine Runde. Okay, da oben ist ein Wachmeister. Da oben ist auch ein Balkon, da können wir raus. Okay, wir gehen einfach hier oben und auf das... Wenn du mich fragst, dann bezahl die Gebühr und fertig. Bringt ja so. Nichts. Geh hier hoch. Dann dort hoch. So, und jetzt gehen wir... Gucken wir mal, ist hier noch irgendwas? Guck mal, da ist sogar noch ein Knochenartefakt. Oh, wir sind heute so gründlich. Es wird Tage geben, da sind wir nicht so gründlich. Aber heute sind wir überraschenderweise, oh Gott, ziemlich gründlich. Da liegt ein Buch. Zurückgelassenes Notizbuch. Wer es lesen möchte, bitte... Screenshot oder stoppen. Oder, na, warte mal. Zurückgelassenes Notiz. Okay, das finde ich jetzt eigentlich... Okay, komm, das lesen wir einfach doch. Es war der Monat der Erde, vor 3 Jahren. Der Himmel über Kanaka war voller Sterne. Ich erinnere mich noch ganz genau. Denn das war der Tag, an dem ich meine Stelle im kaiserlichen Konservatorium verloren hatte. Ich hatte die Nacht auf diesem Dach verbracht, getrunken und in die fernen Lichtpunkte geblickt. Und dort nach einer Antwort gesucht. Eine Konstellation hob sich ab, ein Wal, mit einem hellblauen Stern als Auge. Es war so wunderschön, irgendwie beruhigend, als ob er über mich wachte. Und am Tag drauf, als mir der Kopf noch vom Trinken dröhnte, fand ich etwas in einer Pfütze auf der Straße. Glücksbringer, das dachte ich mir, und er funktionierte. Auch lange Zeit, alles wurde besser. Aber jetzt hat mich mein Glück verlassen, wie alle anderen auch, die mir etwas bedeutet haben. Und alles, was ich besessen habe. Es ist dumm, aber bin wieder hergekommen, um den Himmel nach dem gütigen Wal in den Sternen ins Auge zu schauen. Vielleicht wird dann alles wieder besser. Ich warte hier und beobachte, wenn er zurückkommt, winke ihm zu und hoffe auf einen weiteren Segen. Sonst fällt mir nichts mehr ein. Ja, ich glaube, das hat ihm nichts gebracht mit dem Augenschließen und Hoffen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber okay, dann werden wir uns einfach mal hier dem Eddemeyer-Institut zuwenden. Da ist er ja schlussendlich rausgeflogen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir können es nur besser machen. Also wir können ihn nur rächen am Ende, aber... Also ich glaube nicht mal rächen ist eine Lösung. Oh. Okay, Wochengebühr. Paolo, hier ist das Geld für die Woche. Aber wir sollten einen neuen Preis aushandeln. Mit all den Überfällen und den Ausgangssperren, dem Kronmeuchler und so weiter, trinken die Leute einfach weniger. War nicht ausgemacht, dass sie sich wenigstens um die Garde und den verfluchten Aufseher kümmern. Wir sind unzufrieden. Das wollte ich nur anmerken. Priscilla B. Im Namen des Bundes der Weinhändler. Okay, das ist auch gut zu wissen. Eine Pistole. Schwerer Beutel. Ja, dann kümmern wir uns drum. Ich schalte die Garde für euch aus. Und mal gerne. So. Okay, da ist der Balkon. Eines hohen Mitglieds des Ordens.
verbannt. Manchmal denke ich, die Spieluhren sollten besser in den Hinklichten abgenannt werden. So. Jeder Beweis seiner Existenz werden sie nur an wurde vernichtet. So schwer waren seine Fehler. Ziemlicher Skandal. Wäre doch weit schlimmer, das Wissen und die Materialien zur Herstellung auf den Inseln zu verteilen. Die Metalle für die Geräte sind extrem selten. Und wenn jemand anderes als die loyalsten Aufseher die Verfahren anwenden würde, wäre das wie Ketzerei. Du hast wahrscheinlich recht. So, ich schlag dich K.O. Das macht mich traurig, wenn ich daran denke, was Kultisten tun könnten, wenn... Oh, ungesendeter Brief an den Oberaufseher. Heute haben wir ziemlich viele Briefe. Verehrter Oberaufseher Kulan, ich hoffe, Sie sind in guter Gesundheit und nicht allzu nostalgisch wegen Wagon, das um diese Jahreszeiten ja atemberaubend sein soll. Verzeihen Sie die vielen Briefe, doch unser Problem in Serkonos sind außerordentlich groß. Jeder Rat, den Sie uns geben können, wäre mehr als willkommen. Herzog Abeles Verhalten ist ein Hohn. Er zeigt offene Verachtung für den Orden. Doch zum Wohl der Nation muss ich versuchen, unsere Beziehung aufrechtzuerhalten. Man nennt sie einen Einiger, jemanden, dem der Orden nach dem Schrecken der Rattenplage dringend nötig hatte. Deswegen wäre ihre Leitung sehr wertvoll. Seit der Herrschaft des Herzogs wimmelt es auf den Straßen nur so von Halbsabschneidern. Pablo und seine Bande werden von Tag zu Tag dreister. Schließlich meine jüngste Korrespondenz mit unserem Ordensschwestern gibt Anlass zur Sorge. Manche Antworten kamen ausfallend spät und einige ihrer jüngsten Aussagen lasen sich höchst ungewöhnlich. Im Glauben verbunden Vizeaufseher Liam Byram. Ach, das ist also Liam Byram, okay. Da ist es besser, so mächtige Instrumente gut zu schützen, sie geheim herzustellen und dann dorthin zu bringen, wo sie im Kampf gegen das Übernatürliche gebraucht werden. So. Okay, schleichen wir uns mal darüber. Okay. So. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viele Pfeile. Okay. Obwohl, das geht ja sogar. So, ich werde mich jetzt da einfach mal rüberziehen. So. Der ist dann auch K.O. Dann sind die hier im Stockwerk nämlich alle schon mal K.O. Dann kann niemand mehr die K.O.-Menschen entdecken. Sehr gut. So. Oh Gott. Oh Gott, die Bücher sehe ich nicht. Ich gehe hier wieder raus. Die Bücher sehe ich nicht, oh Gott. Gebote, die dich bewahren. Befolge die 7 Gebote, aber besonders irrender Geist, wandernder Blick, begehrendes Fleisch. Okay. Neue Missionshinweise im Tagebuch. Hinweise in den Büchern, Notizen, Nachricht lesen und der... Oder die Audiographen anhörst. Ach so, okay. Irrender Geist, wandernder Blick. Kriegen wir vielleicht so die Safe-Musik? Nein, 17 Noten. Nö. Oh Gott, Auszug aus der Schriftreihe. Und ich sage euch, Brüder, hier stehen wir des gerechten Kraft gegen die wachsame Finsternis. Hier verbünden wir uns gegen die Geister des Unbekannten, die uns schreiend in die Nacht hinauszerren wollen, damit wir nie mehr unsere Heimat und unsere Familien zurückkehren können. Zusammen werden wir ein Hirtenstab für die sein, die sich von der Herde entfernen, hin zur neblig-grauen Ödnis des Auszeiders. Nö, da steht nichts, okay. Es war ein Versuch wert, so. Manche finden Trost in den Geboten. Okay. Erinnerung. Irrendes Geist. 7. Wandernder Blick. Gebot 1. Und begehrendes Fleisch. 716. Probieren wir es mal mit 716. Das ist eine gute Idee. Hier ist ja ein Tresor da vorne. Hier so. 716. 7. 1. Kann ja sein. Ich garantiere es natürlich nicht, aber...
So, jetzt kann ich weitermachen. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen verwüstet. So, oh, guck mal, da geht der Tresor tatsächlich auf. Oh, ein Wahlknochen und... Silber. Das ist doch schön. Okay, das ist doch gut. So, neue Rune. So, dann gucken wir doch mal, wie viel haben wir denn da? Lass dir von Mindy helfen. Von Mindy helfen ist eine sehr gute Idee. So, Schattengang. Doppelgänger will ich nicht. Nö, das will ich auch nicht. Ich überlege gerade, ob ich mir das so holen soll. Verstärkter Schattenstreich. Okay, Schattengang. Beim Schattengang nimmt deine Sichtbarkeit ab, wodurch Gegner dich schwerer entdecken können. Aber komm ihm nicht zu nah, da ein wandelnder Schatten Verdacht erregt. In diesem Zustand hast du außerdem die Möglichkeit, einen einzigen Gegner zu ermorden und außer Gefecht zu setzen, bevor du in deine körperliche Gestalt zurückkehrst. Okay. Ist hier eigentlich noch... Oh, da ist noch eine Rune. Okay, unter uns ist noch eine Rune. Okay, das, dann lasst uns mal nach ganz unten. Das sieht so aus, als müssen wir da hin. So. Okay. Hier rennen wir einfach mal runter. Was würde ich darum geben, so, noch einmal okay, danach sind ganz unten. Nein, sind wir nicht. Oh, da müssen wir jetzt nach ganz unten. Okay. So. Vertraut dem Orden. Ach hey. Ich weiß, was wir machen. Wir nehmen J. Kräfte. Und sonst nehmen wir einfach das. Da können wir ja drei Menschen mit fesseln. Ja. Drei Menschen mit fesseln. Das heißt, wenn wir jetzt drei Leute gleich markieren, wenn wir hier oben auf dem Balkon stehen zum Beispiel, dann springen wir einfach auf irgendeinen runter und dann sterben die alle drei. Das ist eine ganz tolle Idee. Das ist eine ganz tolle Idee. Ja, ja. Erzählen Sie in unseren größten Enklaven, unserem Lagerfeuer, bei den längsten Pilgerreisen. Stimmt was nicht? Hast du was gesehen? Wohl doch nicht. Okay. Okay, ganz. Hey, Will! Oh Gott, nein, nein. Zeig, was du brauchst! Bei den Geboten! Oh Gott, nein. Du wirst für seinen Tod bösen! Ich flankier sie! Ketzerei! Ich bin gar nicht da. Ich bin schon... Oh Gott, weg hier. Ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Ich springe. Ich gehe. Lasst mich in Ruhe. Weg da! Spring! Okay, das war eine dumme Idee. Springen war eine ganz dumme Idee. Oh Gott, wie komme ich denn? Ah, so komme ich wieder hoch, okay. Sie kann nicht weit sein. Halt. So. Wo ist sie? Oh Gott, da ist noch einer. Was? Na komm, geh weg. Kusch dich. Hallo? Ist. Hey! Spring. Oh Gott. Oh! Oh Gott. Okay, das war jetzt total der Terror. Wir haben hier die halbe Miliz umgebracht. Das war jetzt nicht so. Hier! Sie darf nicht fliehen! Oh Gott. Rache! Weitermachen! Okay, okay. So. Irgendwann haben wir denn jetzt wenigstens alles? Da unten ist noch mal rum. Okay, ja, gut, da können wir ja gleich noch hingehen. Dann lasst uns erstmal jetzt noch schnell hier Mindys Auftrag erledigen. Den möchte ich jetzt noch erledigen heute, bevor wir irgendwas anderes machen. Bevor wir irgendwas anderes machen. Du bist so kurz. Ja. So. Okay. Oh Gott, da ist jemand. Da sind sogar zwei. Okay. Ganz ruhig. So. Okay. Ist es vermessen so, von mir zu hoffen, diesen brutalen Mörder wiederzusehen? Denket an die Gebote. Was auch immer diese Unruhe verursacht hat, ist vergänglich. So, dann machen wir ihn aber K.O. Das ist ja mega super. So. Hi, ich
Ich nehme dich mal mit. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die Mindy haben will. Oh, Inhalt. Das möchte ich alles noch haben. So, jetzt nehmen wir dich mit. Okay, dann komm. Dann lass uns gehen. Ist da noch was? Ja, sogar ein Pfeil. Sehr gut. So, und jetzt geht's einfach hier nach oben. So, und jetzt hoffen wir, dass wir hier rauskommen. Oh, hier ist ein Kater. Bringt uns jetzt nichts mehr, aber gut. Okay. Hey, oh, du! Jawoll! Oh mein Gott. Ich bin ja eigentlich nicht so gewalttätig, aber das war jetzt nicht anders umsetzbar. Na gut, so. Also ab ins andere, hopp, andere Haus, hopp. Und jetzt, oh Gott. Wo ist denn? Oh. Gut, das musste jetzt nicht unbedingt passieren. Okay, wir schleichen einfach mal schnell hier ins Haus rein zu Mindy. Hallo. Hey, du hast ihn. Leg ihn dort ins Loch. So, rein da. Gute Arbeit. Hier, bitte. Ich frage nicht, wozu du sie brauchst. Kein Problem. Wie komme ich zum Eddermeier? Ich habe einen meiner Jungs losgeschickt, um den Strom der Bahnschienen abzuschalten. Das ist super. Dann kannst du über die Schienen gehen, wohin du willst. Auf der anderen Seite ist eine Station, die dich zum Eddermeier bringt. Besser als nichts. Danke für die Hilfe. Ja, siehst du, da hilft uns Mindy tatsächlich noch. Und da sagt man, alle Leute sind miese Gauner. Okay, aber damit würde ich mich erstmal verabschieden für heute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, hoffentlich ohne Husten und Halsschmerzen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, tschüss.